Moin, moin, ihr Lieben. Heute soll es darum gehen, und zwar um meinen Sub, um meinen Stapel ungelesener Bücher. In den letzten Videos habe ich ja euch meine neuen Bücherregale vorgestellt, und da kam der Wunsch in den Kommentaren auf, dass ich doch auch meinen Sub, meine ungelesenen Bücher euch nochmal aktualisiere oder zeige, was genau da eigentlich sich noch drauf befindet. Und ich dachte, das setze ich sehr gerne nochmal um. Da hatte ich total Lust drauf. Und ich kombiniere das mit einem anderen Format, was ich auch schon längere Zeit vorhatte. Und zwar ist das Pick My Sub. Das Format kennt ihr sicherlich. Das ist hier auf BookTube auch wirklich rumgegangen. Zu Recht, finde ich, weil das einfach ein tolles Format ist. Meistens tun sich da zwei BookTuber zusammen, die dann jeweils ihre Listen der ungelesenen Bücher austauschen und sich gegenseitig dann, ja, drei, vier, fünf Bücher nennen, die sie dann lesen sollen in dem nächsten Monat oder in einem bestimmten Zeitraum. Und ich hatte Lust, eine Zuschauer-Edition zu machen, wo ihr auswählen dürft, was ich als nächstes lesen soll. Und zwar dann im Monat September. Es ist jetzt relativ kurzfristig, aber ich denke, das kriegen wir noch hin, dass ich euch da 1, 2 Wochen Zeit lasse, und dann werde ich das vielleicht in die zweite Septemberhälfte packen. Ich mag mich auch immer nicht ganz so doll festlegen, mag nicht so strenge Listen, wo ich mich dran halten muss, sondern finde es auch immer schön, wenn ich ein bisschen Auswahl habe. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich ja zwischen den ersten 5 Büchern, also die 5 Bücher, die die meisten Stimmen haben, werde ich dann auswählen, ja, welche 2 Bücher ich lesen soll. Also 2 von 5 möchte ich denn lesen, wirklich, weil ich im Moment auch nicht so viel lese. Und trotzdem möchte ich dieses Format jetzt gerne machen, weil im Oktober wäre das nicht so passend, weil im Oktober möchte ich hauptsächlich Halloween, Grusel, Horrorlektüre lesen. Und da bin ich dann sozusagen schon ein bisschen eingeschränkt. November wäre noch gegangen, aber ich hatte jetzt einfach Lust darauf, und ich hatte auch Lust, das zu kombinieren, weil es passt natürlich super. Ich stelle euch hier all meine ungelesenen Bücher vor, und da könnt ihr natürlich euch viel mehr eine Meinung bilden. Aber ich werde euch auch in der Infobox nochmal eine Übersicht verlinken auf Lovely Books. Da habe ich meine ungelesenen Bücher auch extra nochmal auf einer Liste. Dann könnt ihr da auch nochmal schauen und habt den Überblick und könnt dann in den Kommentaren, ja, einfach mir sagen, welches Buch ich lesen soll und dann für euch auch vorstellen darf und rezensieren darf. Denn mal gucken, ob ich das denn im Extra-Video mache oder einfach dann im Lesemonat im nächsten. Ja, da muss ich auch einiges noch nachholen. Einige Lesemonate sind noch offen, die ich noch irgendwie abdrehen muss. Da hatte ich bisher irgendwie noch nicht so viel Lust. Man hat jetzt so Lust, nach vorne zu gucken und nicht zurück. Und ja, aber das werde ich sicherlich noch mal nachholen. Es kann sein, dass hier vielleicht auch noch mal der ein oder andere Neuzugang dabei ist, den ihr noch nicht kennt. Aber ich habe auch geguckt, da lohnt sich das einfach nicht, ein extra Video zu machen, weil die meisten, die hier eingezogen sind, die habe ich direkt schon gelesen. Und ja, deswegen dachte ich, da lohnt sich das nicht, ein Neuzugänge-Video nochmal extra zu drehen. Und ich hatte einfach Lust auf dieses Format. Ja, ich sitze deswegen auch direkt auf dem Boden vor meinem Bücherregal. Ich hoffe, mein Rücken macht das so lange mit. Ich habe mich hier mit Decke und Kissen ausgestattet, dass ich nicht ganz so auf dem harten Boden sitze. Aber ich wollte wirklich direkt vor meinem Sub sitzen. Ich habe das ja immer so, dass ich meine ungelesenen Bücher erstmal so reinlege, mit dem Buchschnitt nach vorne, und erst wenn sie gelesen sind, bekommen sie einen Platz in meinem Regal oder sie ziehen wieder aus, was auch durchaus möglich ist. Und ich würde sagen, ich nehme mir jetzt immer einen Stapel nach dem anderen hier auf dem Schoß und stelle euch die Bücher vor. Total chaotisch durcheinander, also gar nicht nach Genre, Autor oder hast du nicht gesehen, irgendwie sortiert. Und dann wird es vielleicht auch nicht langweilig. Ich hoffe, für jeden ist irgendwie irgendwas dabei. Es sind um die 40 Bücher drauf. Ich habe jetzt nicht komplett nachgezählt, aber es müssten 40 Bücher ungefähr sein. Und ja, ich versuche mich natürlich wie immer kurz zu fassen und auf den Punkt zu kommen. Aber ihr kennt mich vielleicht ein bisschen aus den letzten Videos. Man gerät dann doch ins Sabbeln. Und das könnte also durchaus ein langes Video werden. Wir schauen mal.
So, es geht los. Das erste Buch, was ich hier oben auf dem Stapel liegen habe, ist ein Sammelband von Terry Pratchett. Gevatter Tod und Wachen, Wachen ist hier enthalten. Zwei Scheibenweltromane. Da würde ich dann nur einen von lesen, also Gevatter Tod oder Wachen, Wachen. Ich würde jetzt mit Gevatter Tod anfangen. Und deswegen stelle ich euch auch nur das zunächst vor, weil das auch die Reihe ist, die ich von Terry Pratchett nochmal ausprobieren möchte. Ich habe von ihm bisher Die Farben der Magie gelesen und das hat mich nicht so richtig umgehauen. Es ist ja sehr humoristische, sehr skurrile Fantasy, aber eben auch wirklich mit ganz vielen schrillen Ideen, schrillen Figuren. Und auch wenn mir das erste Werk von ihm da jetzt nicht so zugesagt hat, wollte ich diese Reihe über den Gevattertod gerne nochmal versuchen, denn es wird so viel geliebt und ich mag ja sehr, sehr gerne skurrilen Humor und mit Wortwitz und mit besonderen, ja, einfach ganz, ganz tollen Ideen gespickt. Siehe Walter Mörs, das liebe ich. Deswegen möchte ich Terry Pratchett gerne nochmal eine Chance geben. Und ich glaube einfach, dass diese Thematik mich vielleicht noch ein bisschen mehr ansprechen könnte. Denn hier macht Gevatter Tod Urlaub und er braucht aber ja eine Vertretung. Und so tritt der junge Lehrling Mord als Vertreter ein. Und zunächst scheint alles gut zu laufen, doch dann trifft Mord auf eine junge Prinzessin, die Opfer eines Attentats werden soll. Und dies bringt den Plan des Sensenmanns gehörig durcheinander. Ja, klingt cool und ich ja, würde einfach gerne nochmal hier eintauchen. Ich glaube, es gibt noch zwei, drei, insgesamt drei Bände über den Gevattertod und das ist sozusagen dann der Einstieg. Das Buch ist insofern auch noch etwas Besonderes, weil ich das von der lieben Franzi vom Kanal Tintenkrähe geschenkt bekommen habe, weil sie gewusst hat, dass ich da gerne noch mal reinlesen möchte und ich auch die alten Ausgaben viel hübscher finde als diese neueren. Und sie hat halt ein bisschen aussortiert und wollte, glaube ich, eher so auf die englischen Cover umschwenken und hat deswegen an mich gedacht. Und ich bin da sehr glücklich, dass sie an mich gedacht hat. Da waren wir zusammen in Leipzig, beziehungsweise haben uns in Leipzig getroffen. Eigentlich sollte da die Leipziger Buchmesse stattfinden, aber wir haben uns dann trotzdem einen schönen Tag gemacht mit ja, die Mädels vom Buchclub. Wir haben da ja, ein Apartment gemietet gehabt und die Franzi kommt ja daher und die wohnt ja da und deswegen haben wir sie so quasi überfallen in der Buchhandlung, wo sie arbeitet und dann sind wir noch essen gegangen und so weiter. Und ja, ich war eigentlich ganz eisern und hatte an den Tagen wirklich nichts gekauft. Und dann ja, kam Franzi um die Ecke und hat mir dann diese Bücher mitgebracht. Und es wurde auch noch fleißig hier unterschrieben. Ja, das ist also auch noch ein Buch, was wahrscheinlich dann eh hier bleiben wird. Deswegen hoffe ich, dass mir dieses Buch auch wirklich gefällt. Denn es hat natürlich jetzt auch noch einen emotionalen Wert und hat ja, viele tolle, liebe Sprüche enthalten von lieben Leuten. Und da wäre es natürlich schade, wenn es mir nicht gefallen würde. So, weiter geht's mit Science Fiction. Ich glaube, das ist das einzige Science Fiction-Werk hier auf meinem Sub von Christopher Paolini, Infinitum, die Ewigkeit der Sterne. Ich glaube, das ist auch das fetteste Buch. Boah, jetzt steche ich mir schon fast das Auge aus. Ja, Christopher Paolini ist der Autor von Eragon. Und Eragon ist mit einer meiner Lieblingsreihen, auf jeden Fall meine Lieblingsdrachenreihe. Ich liebe Drachen und ja, Eragon ist da nicht ganz unschuldig, würde ich sagen. Und als Christopher Paolini dann angekündigt hat, was Neues rauszubringen, da ja, war ich natürlich auf jeden Fall neugierig, weil er halt einfach sehr, sehr süffig schreiben kann und trotzdem sehr episch tolle Welten aufbauen kann, sehr sympathische Figuren, auch die Beziehungen zwischen den Figuren, die haben mir bei Eragon immer sehr gut gefallen. Und ich hatte hier einfach auch die Hoffnung, dass es nicht, wie ich immer so schön sage, Piu-Piu-Raumschiff. Krieg hast du nicht gesehen, Science Fiction ist, sondern ein bisschen tiefgründiger. Hier geht es, glaube ich, ist es eine Wissenschaftlerin oder eine Forscherin, die, ja genau, eine junge Forscherin namens Kira Navarrés
Und die hat immer davon geträumt, neue Welten zu erkunden. Doch ein harmlos scheinender Auftrag auf einem fernen Planeten lässt Kiras Traum zum Albtraum werden. Bei der abschließenden Erkundung der fremden Welt, die in Kürze kolonialisiert werden soll, stürzt Kira in eine Felsspalte und entdeckt etwas, das kein Mensch je zuvor gesehen hat. Ja, ich finde, das klingt ziemlich cool, so einfach neue Welten zu erforschen. Und sofern es jetzt hier nicht total alienmäßig abgeht, sondern wie gesagt ein bisschen subtiler, und das traue ich Christopher Paolini auch total zu, dann könnte mir das gut gefallen. Ich hatte schon öfter mal irgendwie vor, das Buch in die Hand zu nehmen und endlich zu lesen, aber es ist nie dazu gekommen. Ich hatte dazu auch sogar mal mit einer Zuschauerin, und war das nicht sogar auch Franzi oder Katrin von Dragon Stories? Also wir hatten ein paar Mal schon überlegt, da eine Leserunde draus zu machen, aber das hat dann immer nicht geklappt, und im Moment Leserunden setzen einen einfach dann auch ein bisschen unter Druck. Also dann, die möchte ich nicht missen, die Leserunden, weil es einfach schön ist, mit anderen zusammenzulesen, aber ich möchte das ein bisschen dosieren und ein bisschen mich da zurücknehmen. Gerade jetzt, wo ich nicht so viel lese, möchte ich einfach dann lieber für mich lesen und ja, die Leserunden ein bisschen verstreut im Jahr, ja, anlegen. Aber ich bin auch total neugierig, ob Christopher Paolini sich weiterentwickelt hat in seiner Schreibe, weil er hat Eragon ja angefangen mit 15 zu schreiben, und mittlerweile ist er so alt, ist er so alt wie ich oder älter als ich, also muss er irgendwie in den 30ern sein. Und da bin ich wirklich sehr neugierig. Und ist es sogar ein Einzelband? Boah, ja. Fragen über Fragen. Ich weiß es nicht genau, ich glaube aber schon. Wenn ihr da mehr wisst, sagt gerne Bescheid. Aber ja, so vor, ich habe total Lust, da einzutauchen. Selbst wenn das so fett ist, ich habe nicht unbedingt Angst vor fetten Büchern, gerade wenn ich den Schreibstil des Autors kenne, der wirklich sich sehr flüssig lesen lässt. Und wenn es nicht zu technisch ist. Das ist natürlich bei Science Fiction, kann das natürlich auch passieren. Aber mal gucken. Wir haben das nächste Buch, Hollow Kingdom von Kyra Jane Buxton, Das Jahr der Krähe. Ja, das ist eine Zombie-Apokalypse aus der Sicht von Tieren beschrieben, und hier eben aus der Sicht einer Krähe. Es gibt oder es soll noch einen zweiten Band geben, und dann wird es, glaube ich, aus der Sicht eines Hundes. Ich ja, bin mir aber nicht ganz sicher. Ich fand es ein bisschen schade. Ich dachte, das wäre ein Einzelband, und dachte, das wäre eine total lustige Idee. Ein bisschen düster vielleicht, aber auch ein bisschen lustig, um einfach mal wegzusnacken zwischendurch. Aber ich hatte es tatsächlich schon mal mitgenommen auf dem Kurztrip und dachte, okay, dafür ist es vielleicht genau richtig, ein bisschen was Unterhaltsames. Und dann hatte ich aber gesehen, dass es einen zweiten Band gibt, und dann war ich wieder so ein bisschen abgeschreckt. Oh, schon wieder eine Reihe. Da muss man vielleicht noch auf den dritten Band warten, und wer weiß, ob eins denn gefällt und so weiter und so fort. Dann ja, hatte ich wieder so ein bisschen das Interesse verloren, direkt wieder loszulegen. Und weil es ist halt relativ dünn, das wäre halt ziemlich schnell mal weggefrühstückt. Aber mittlerweile denke ich mir halt auch, man muss ja nicht unbedingt den zweiten Band denn lesen, wenn das gut abgeschlossen ist. Oder wenn es einem einfach nicht gefällt, dann kann man ja auch ja, sein lassen mit dem zweiten Band. Da muss ich noch ein bisschen dazulernen, ja, meinen Leseverhalten bei Reihen. Ja, Big Jim ist, glaube ich, der Besitzer von der Krähe. Nämlich als Big Jim ein Auge aus dem Kopf springt und er aufhört, mit seinem Bloodhound Dennis spazieren zu gehen, ahnt die zahme Krähe ST, dass irgendetwas nicht stimmt. Aber es kommt noch schlimmer. Ganz Seattle verwandelt sich binnen Kurzem in ein Trümmerfeld. Nachbarn wechseln in den Berserker-Modus und bringen sich gegenseitig um. Und sogar das Fernsehprogramm fällt aus. ST und Dennis beschließen, nach dem Ursprung der Katastrophe zu suchen und begeben sich auf eine Odyssee durch die zerstörte Stadt. Ja, und jetzt weiß ich auch, warum ich geglaubt habe, dass der zweite Band aus der Sicht eines Hundes ist, weil hier eben dieser Bluthund Dennis noch mit eine Rolle spielt. Ich bin da immer aber ein bisschen unsicher. Ja, könnte wie gesagt ganz unterhaltsam sein, hat tatsächlich nur 360 Seiten und ist jetzt auch nicht klein geschrieben oder so. Also ich glaube, dass das Spaß machen kann.
aus der Sicht von Tieren, eine Zombie-Apokalypse habe ich tatsächlich auch noch nie so irgendwie gesehen oder gelesen. Und die Idee finde ich ganz cool. Ja, mal gucken. Falls ihr irgendwelche von diesen Büchern kennt, dann könnt ihr natürlich auch gerne davon berichten, wie es euch gefallen hat. Spoilerfrei natürlich, weil ich die Bücher noch nicht gelesen habe. Und ja, ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich zwischendrin immer noch ein bisschen von den Klappentexten was vorlese. Ich versuche, das, was ich weiß, aus dem Kopf zu euch zu berichten oder was ich zu dem Buch weiß oder noch gehört habe. Aber ja, damit ich nichts Falsches erzähle, ja, lese ich da hinten noch mal drauf vor. Wenn ich jetzt alle Bücher vorbereite und noch mal auf den Klappentext lese, ach, das wird so lange dauern. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Scholomance von Naomi Novik. Das wird auf jeden Fall gelesen. Ich weiß noch nicht, ob im September oder im Oktober. Und zwar ist das ein Buch, was ich tatsächlich in der Leserunde lesen möchte, in einem Buddy Read. Und zwar mit der lieben Kali vom Kanal Kalis Books. Und da hatten wir ja gesehen, dass wir das beide auf dem Sub haben und wir hatten einfach Lust, wieder ein Buch zusammen zu lesen. Es ist schon wieder ein bisschen her und es macht halt einfach ganz viel Spaß, mit Leuten zu lesen, die einen ähnlichen Buchgeschmack haben und die man einfach persönlich sehr, sehr gerne mag und einen ans Herz gewachsen sind wie Freunde. Und das ist Kali auf jeden Fall. Und deswegen hatten wir Lust, wieder was zusammen zu lesen. Das ist aber so düster, dass es durchaus auch in den Oktober passen würde. Also kommt jetzt ein bisschen auch auf euch drauf an und natürlich auch auf Kali, wann sie Zeit hat. Aber das würde durchaus in September und Oktober passen. Hier geht es um eine düstere Schule, aber nicht um eine magische Schule à la Harry Potter, sondern es geht doch noch ein bisschen düsterer daher. Wir treffen hier auf Galadriel oder auch Elle genannt, glaube ich. Und sie hat eine düstere Gabe, wie sie sich die Monster, die in dieser Schule hausen, von dem Leib halten kann. Aber sie würde damit auch andere Schüler in Gefahr bringen. Und deswegen muss sie sich so ein bisschen zurückhalten. Hier gibt es keine Lehrer, keine Schulstunden. Man muss einfach ja, sich gegen Monster wehren und überleben quasi. Wie genau das Ganze vonstatten geht, weiß ich noch nicht. Hier ist zum Beispiel auch eine Karte von der Schule. Ja, es soll ziemlich cool sein und zum Glück auch keine Romantasy. Es gibt nämlich noch so einen anderen. Eine andere Figur, die hier beschrieben ist, und zwar ist das Orion, der im Gegensatz zu Elle, die ja diese gefährliche Gabe hat, dauernd Leben rettet und ja, sie, glaube ich, auch so ein bisschen nervt, weil er das so Leben retten kann und sie eigentlich nur alle in Gefahr bringen würde. Da habe ich halt ein bisschen Angst gehabt, dass da eine Liebesgeschichte entsteht, aber es gab hier so ein bisschen Entwarnung von der lieben Katrin von Dragon Stories, die meinte, dass das hier nicht im Vordergrund steht. Und das finde ich sehr gut. Es ist ja eine Trilogie, die jetzt auch bald beendet ist. Ich glaube, der dritte Band kommt dieses Jahr raus oder ist der schon erschienen? Ja, ich bin mal wieder richtig gut informiert. Aber das gefällt mir halt auch sehr gut, dass das eine relativ neue Reihe ist, die aber jetzt, wo die Bände halt ziemlich schnell hintereinander erschienen sind. Also könnte man, wenn es gefällt, wirklich direkt hintereinander weglesen und muss nicht ewige Jahre warten, bis die Reihe beendet wird oder eben vielleicht auch gar nicht beendet wird. Und ja, außerdem ist das wirklich ein wunderschönes Buch und auch Band 2 und 3 finde ich richtig cool. Into Dark Waters ist das nächste Buch von Astrid Scholte. So eine Mischung aus Dystopie, Abenteuer, vielleicht auch ein bisschen was Fantastisches oder Science Fiction. Ich werde mich überraschen lassen. Auf jeden Fall war hier vor 500 Jahren die Flut am Werk und hat die Städte, die Welt fast komplett zerstört. Und jetzt besteht die Welt von Tempest, also unserer Protagonistin, fast nur noch aus Wasser. Ja, und sie hat sich zur Aufgabe gemacht, bestimmte Artefakte aus dem, ja, aus dem Meer zu bergen, um damit Geld zu machen. Sie riskiert als Taucherin täglich alles, um ihre tote Schwester Elisea ins Leben zurückzuholen. Denn für einen hohen Preis ist dies auf der Forschungsinsel Palindromena für 24 Stunden möglich. Und nur Elisea kennt die Wahrheit über den mysteriösen Tod ihrer Eltern. Doch Tempest hat keine Ahnung, in welche Abgründe sie blicken wird. Es klingt so cool und ich.
Ja, hatte euch das, glaube ich, letztens schon vorgestellt, wo ich euch maritime Fantasy und düstere Geschichten vorgestellt habe. Und passt natürlich auch ganz gut so in den Sommer. Deswegen hatte ich euch das, glaube ich, ja, innerhalb des BookTube-Sommercamps vorgestellt, weil ja maritime Settings ja ganz gerne im Sommer gelesen werden. Und trotzdem ist es natürlich was, auch irgendwas Düsteres. Ich bin gespannt, wie viel Fantasy hier enthalten ist oder ja, ob das tatsächlich eher wissenschaftlich angehaucht ist, eher dystopisch. Egal was, ich mag einfach unter Wasser mich befinden als Setting in einem Buch. Tauchen finde ich einfach eh ein sehr, sehr abenteuerliches Hobby. Und wenn es dann auch noch in versunkene Städte geht und alte Artefakte, finde ich das, um Schätze vielleicht sogar, finde ich das einfach mega. Ja, das könnte auch ziemlich cool sein. Das nächste Buch ist ein bisschen außer Konkurrenz, aber da kommt dann nachher noch ein, es würde für ein andere, für eine bestimmte Reihe stehen. Und zwar ist das Die Legenden der besonderen Kinder von Ransom Riggs. Ja, die Insel der besonderen Kinder ist ja Band 1 dieser besonderen Kinderreihe. Und das sind quasi Geschichten, weitere Geschichten von Figuren aus diesem Universum, das Ransom Riggs erschaffen hat. Das würde ich jetzt nicht so frei lesen, weil ich einfach noch nicht alle Bände der Reihe gelesen habe. Und ich würde, glaube ich, erst die Reihe komplett lesen wollen, bevor ich denn dazu greife. Aber solltet ihr dennoch für diese Reihe stimmen, kommt später auch noch ein Buch, wofür ihr denn quasi stimmen könnt. Ich würde halt gerne wieder von vorne anfangen. Also wenn ihr dazu gerne eure Stimme abgeben möchtet, dann wäre es quasi nochmal für Band 1. Band 2 liegt nämlich hier auch irgendwo noch ungelesen, das kommt gleich nochmal dran. Und ja, wenn ihr dafür stimmen würdet, dann würde ich mir erstmal Band 1 wieder vornehmen als quasi Reread, um das wieder aufzufrischen, um wieder in diese Reihe reinzukommen, weil es wirklich jetzt Jahre her ist, dass ich das gelesen habe. Es hatte mir damals gut gefallen, nicht übermäßig genial, aber ich fand es einfach eine tolle, einzigartige Idee, dazu noch irgendwie düster. Und ja, die Aufmachung ist einfach auch so cool. Die Aufmachung ist hier auch sehr, sehr schön mit dieser Goldprägung und diesem dunklen, tollen Grün. Hier hinten ist sogar noch ein Kompass oder eine, ja, eine Taschenuhr eher, ne? Ist das auch wieder illustriert? Ja, es sind sogar Illustrationen drin. Ja, ist natürlich eher was für Fans der Reihe. Mal gucken, ob ich noch mal so zum richtigen Fan werde. Kann natürlich auch sein, dass ich zwischendurch die Reihe abbreche und dann sage, okay, dann brauche ich dieses Buch auch nicht mehr, dass das ungelesen aussortiert wird. Das könnte natürlich auch das Schicksal des Buches sein, aber wollen wir jetzt einfach mal nicht hoffen. So, nächster Stapel und dann würde ich sagen, machen wir gleich damit weiter. Das ist nämlich der zweite Band, Die Stadt der besonderen Kinder von Ransom Riggs. Das wäre halt auch nicht zur Auswahl, weil ich eben mit dem ersten Band anfangen würde. Und ja, hier geht es um einen Jungen, beziehungsweise im ersten Band geht es um einen Jungen, dessen Großvater ihn immer wieder Horrormärchen erzählt hat, Abenteuergeschichten, die er später irgendwann nicht mehr glaubt. Dann stirbt sein Großvater auf mysteriöse Art und Weise und er glaubt, dass das irgendwie mit den Geschichten zusammenhängt und er möchte an einen Ort reisen, wo er ja herausfinden kann, ob sein Großvater tatsächlich Geschichten erzählt hat oder ob das Wahrheiten waren über eben besondere Kinder, die besondere Eigenschaften haben. Ja, ich glaube Jakob oder Jacob hieß der Protagonist, genau. Und das Besondere an dieser Reihe ist eben, dass der Autor alte Fotos gesammelt hat, die sehr skurril sind und sie dann irgendwie ja, eingebunden hat und daraus dann eine Geschichte gesponnen hat. Und das macht das Ganze natürlich noch besonderer. Und diese Aufmachung der Bücher hat irgendwas, was Antiquarisches und Düsteres. Der erste Band einer Reihe, optisch nicht so der Hingucker, aber dennoch eine Reihe, auf die ich irgendwann richtig Lust habe. Krieg der Ahnen heißt die Reihe, die Quelle der Ewigkeit von Richard A. Knack. Das ist eine World of Warcraft-Reihe.
Ja, ich habe mal World of Warcraft gespielt und da habe ich in der Zeit auch diese Reihe mal gelesen. Das ist aber auch schon, ja, über 10 Jahre her. Es ist lange her. Ja, und ich hatte die halt ausgeliehen, die Reihe, und dann irgendwann habe ich gedacht, es wäre doch cool, die nochmal zu lesen, weil ich war einfach überrascht davon, was für tolle High-Fantasy-Bücher dahinter stecken. Hätte eher von der Optik und von der Thematik gedacht, dass das eher trashiger High-Fantasy-Kram ist. Aber letztendlich hat es dann richtig Spaß gemacht, vor allem weil man eben auch die Welt kannte durch das Spiel und auch einige Personen dann da drin wieder getroffen hat und einfach mehr Hintergrundstory zum Spiel hatte, was das Ganze gegenseitig sich noch irgendwie befeuert hat. Hier geht es, ich habe gerade den Klappentext ein bisschen überflogen, finde ihn aber nicht so gut gelungen, sehr chaotisch irgendwie und kommt nicht so richtig auf den Punkt. Es geht um drei Helden, die sehr unterschiedlich sind, drei unterschiedliche Rassen innehaben. Es ist ein Drachenmagier, ein Magier, ein Menschenmagier und der alternde Ork-Veteran Broxiga. Und alle haben jetzt nun die Aufgabe, ja, ihre Völker und die misstrauischen Nachtelfen von einem tödlichen Geheimnis zu überzeugen. Doch bevor ihnen dieses gelingt, öffnet sich das Tor noch Azeroth für die brennende Legion erneut. Ja. Kann sein, dass das vielleicht hauptsächlich WoW-Begeisterte anspricht, aber ich kann wirklich empfehlen, trotz der Cover, die jetzt nicht wunderschön sind und ja, vielleicht die Verbindung zum Computerspiel einfach mal reinzuschauen. Auch da, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, welches das Buch, welches von den Büchern, das war, das ich gelesen habe, gab es auch eine richtig coole Drachenstory drin. Ich weiß nicht, ob es in dieser Trilogie war oder noch in einem anderen. Egal, ich werde jetzt mit dieser Trilogie irgendwann anfangen. Und wenn ihr dafür wählt, dann schon im September. Stuart Turton, Der Tod und das dunkle Meer, ist ein Kriminalroman und zwar das zweite Werk des Autors. Sein Debütroman habe ich euch immer wieder vorgestellt als einen besonderen Krimi. Krimis lese ich ja sonst nicht so häufig, aber der ist einfach mit einem besonderen Kniff geschrieben worden. Und zwar ist es so eine Mischung aus und täglich grüßt das Murmeltier und ja, einem historischen Krimi. Und das war einfach so komplex und toll gestrickt, dass ich einfach sehr, sehr neugierig auf den zweiten Band war. Ich habe schon gehört, dass es nicht ganz so komplex sein soll, aber auch hier wieder ein tolles Setting. Damals war es ein Maskenball in einem Herrenhaus, wo sich eben der Abend immer wieder wiederholt hat. Und hier befinden wir uns auf einem Schiff. Und wir haben es hier zu tun in einer Zeit um 1634, ja, Mord auf hoher See. Ein Schiff auf dem Weg von Indonesien nach Amsterdam. Eine dunkle Prophezeiung und ein genialer Detektiv, der selbst Gefangener ist. Ja, der Detektiv, der muss dann halt herausfinden, wer der Mörder ist. Und es geht wohl auch ein bisschen dämonisch daher, denn es geht auch um Aberglaube, Hexenjagd, Machtgier und der Teufel soll mit an Bord sein. Und da weiß ich noch nicht genau, ob das symbolisch gemeint ist oder ob der Teufel tatsächlich mit an Bord ist. Wir werden sehen. Also es kann ja durchaus sein, dass hier wieder ein fantastischer Kniff enthalten ist. Das hoffe ich auf jeden Fall, damit es das Ganze wieder ein bisschen besonderer macht und nicht einfach nur ein ja, Krimi-Fall wie Agatha Christie ihn geschrieben hat, sondern ja, dass es hier eben noch was Besonderes mit drin ist. Das Setting macht es natürlich schon mal sehr besonders und auch hier, wie im ersten Band, haben wir hier so einen Querschnitt und die Auflistung der mitspielenden Personen. Ich habe allerdings auch ein bisschen Respekt davor, weil Band 1 eben so komplex war und das konnte man nicht mal eben so weglesen. Es hat ja auch nicht wenige Seiten und gerade mit dem Wissen, dass das eben nicht ganz so einfach ist zu lesen, habe ich da bisher noch nicht zugriffen. Auch das habe ich euch in dem Video vorgestellt, wo ich euch diese maritimen ja, Bücher vorgestellt habe. Und als letztes von diesem Stapel ist Erdsee von Ursula K. Le Guin.
Das ist die erste Trilogie, also ist quasi hier ein Sammelband, Band 1, und dann gibt es noch einen zweiten Sammelband, wo weitere Bände enthalten sind. Ja, das ist einfach ein High-Fantasy-Klassiker, den ich noch nicht gelesen habe und wo ich einfach glaube, dass der mir sehr gefallen wird. Und ich finde auch diese neue Ausgabe von Fischer-Tor wirklich sehr gelungen. Es gibt ja noch eine ganz große illustrierte Ausgabe in gebundener Form. Ich habe mich dann aber letztendlich doch für die Taschenbuchform entschieden. Und ich glaube, ja, dass ich damit sehr, sehr glücklich werden kann. Auch hier geht es wieder um eine Magierschule auf einer Insel von Menschen und Drachen bewohnt, wo die Natur von Magie durchdrungen ist und jedes Ding und jedes Wesen einen machtvollen, wahren Namen trägt. Das klingt so, so gut. Genau, und es geht eben um Ged, einen jungen Mann, der eben erfährt, dass er magische Begabung hat und dann letztendlich auf diese Magierschule geht. Ja, Magierschule in einer High-Fantasy-Welt mit Drachen. Super cool. Ich glaube, das könnte mir sehr gut gefallen. Weiter geht's mit Terror von Dan Simmons. Ja, das passt jetzt eigentlich nicht so in die Jahreszeit. Hätte ich mir jetzt auch eher für den Winter vorgenommen, auf meine Winter-Want-to-Read-Liste. Mal gucken, ob es denn dieses Jahr oder nächsten Winter tatsächlich gelesen wird. Das wäre, glaube ich, auch eins. Selbst wenn ihr das jetzt wählen würdet, würde ich dazu nicht greifen und sozusagen mein Vetorecht Gebrauch machen, weil ich einfach das sehr, sehr gerne auch im Winter eher lesen möchte. Aber ich freue mich da einfach so drauf. Ich meine, ich habe da schon einige Dokus drüber gesehen und mag die Geschichte einfach sehr. Auch die Serie dazu hat mir sehr gut gefallen. Ich mag das eisige Setting von dieser Nordwestpassage und dann natürlich auch, dass das 1845 spielt und auf einer wahren Begebenheit beruht. Eben zwei Mannschaften von zwei Schiffen, der Erebus und der Terror, die eben diese Nordwestpassage durchfahren möchte, was bisher noch niemandem gelungen ist. Ihnen wird das auch nicht gelingen, denn diese Mannschaft kommt nicht zurück. Und der Autor hat hier halt einfach weitergedichtet, was mit dieser Mannschaft passiert ist. Kleines bisschen fantastischen Einfluss hat es hier auch. Und ich glaube, dass mir das ziemlich gut gefallen wird, dass das einfach diese Liebe zu eisigen Abenteuern genau trifft. Wieder ein Beginn einer Reihe ist Die Hexenjägerin, der Zirkel der Nacht von S.A. Hunt. Das finde ich so cool, weil das so zwei Themen miteinander verbindet. Diese Verbindung habe ich einfach so noch nicht gelesen. Und zwar geht es um Robin Martin. Sie ist YouTube-Star und auf ihrem Kanal jagt sie halt Hexen. Und das ist doch sehr, sehr realistisch. Und dafür feiern ihre Fans sie auch. Aber niemand weiß, dass das wirklich wahr ist, dass sie tatsächlich eine Hexenjägerin ist. Und dass sie das einfach aufnimmt und dann hochlädt. Sie ist eine junge Hexenjägerin, die eben mit einem Lieferwagen quer durch die Gegend zieht und dort eben versucht, einen Hexenzirkel ausfindig zu machen und auszulöschen. Und sie versucht eben, sich zu rächen an ja, diesem Hexenzirkel, der für den Tod ihrer Mutter verantwortlich sein soll. Doch irgendwann erfährt sie, dass es nicht nur der Hexenzirkel ist, sondern ein gewisser dämonischer roter Lord, ja, dahinter stecken soll, dessen Ankunft die Hexen preisen und der enger mit Robins Familiengeschichte verbunden scheint, als ihr lieb ist. Ja, könnte ganz cool sein, ganz fetzig irgendwie. Und ja, die Idee finde ich da einfach cool, auch wenn ich Hexen an sich selbst
selber eigentlich als Protagonisten sehr, sehr gerne lese. Und mal gucken, wie es ist, sie hier als Antagonisten da zu haben und ob sie tatsächlich nur als Antagonisten dargestellt werden, als etwas Böses, oder ob das da auch Grauzonen gibt, was ich ja eigentlich immer sehr mag, wenn die Autoren da nicht ganz so schwarz-weiß malen. Nightmares von Jason Segel und Kirsten Miller. Die Schrecken der Nacht ist auch der erste Band einer Trilogie, ist Kinderbuch, ich glaube so ab 10 bis 12 Jahren empfohlen und ganz klar natürlich eine Halloween-Gruselgeschichte. Geht um einen kleinen Jungen, der ja, ich glaube, Albträume hat und diese Albträume scheinen irgendwie in die Realität überzugehen. Schlafe Charlie, schlaf nicht ein, im Traum wird es noch schlimmer sein. Ja. Jason Segel kennt man ja als Schauspieler aus How I Met Your Mother. Er hat es aber auch nicht alleine geschrieben. Also es steht ja auch nochmal Kirsten Miller mit drunter. Jason Segel ist größer abgedruckt, weil wahrscheinlich der Name dann mehr zieht. Ich finde halt aber insgesamt die Aufmachung dieses Buches mit diesem orangenen Buchschnitt einfach hervorragend. Das Buch wäre auch ein Kandidat für Oktober, aber auch als Einstimmung für den Oktober, Ende September hätte ich auch nichts gegen. Ja, ich habe sowieso Lust auf den Herbst und auf Grusel, also es kann meinetwegen losgehen. Ja, was passiert, wenn die Träume tatsächlich zum Leben erwachen? Charlie muss sich etwas einfallen lassen, wenn er jemals wieder ruhig schlafen will. Und es geht weiter mit Reihenauftakten. Schatten über Uldad von Markus Heitz. Das ist ein Buch, was schon sehr lange auf meinem Sub schlummert. Auch ein bisschen schlechtes Gewissen. Die liebe Julia vom Kanal Leseritter hat mir das Buch mal zukommen lassen, weil sie es doppelt hatte und sie hat es gelesen und ihr hat das so gut gefallen. Besonders von den Protagonisten hat sie mir immer wieder vorgeschwärmt, dass der so eine tolle Entwicklung durchmacht, weil der zu Anfang ja noch nicht so viel drauf hat und später dann immer mehr dazu gewinnt. Ich war ja nie so der Fan von Markus Heitz und habe auch noch nichts von ihm gelesen in der Fantastik. Ich habe bisher nur Kurzgeschichten, ich glaube so weihnachtliche Krimis gelesen, die ich okay fand, aber es war halt eben auch nicht Fantastik. Ich weiß, dass der erst sehr, sehr süffig schreiben kann. Er ist ja auch der Autor der Zwergenreihe und ich glaube, damit ist er auch am bekanntesten und am erfolgreichsten geworden. Aber die Uldad-Reihe, ich glaube, es ist sogar seine erste Reihe. Der hat, glaube ich, 7 Bände oder so. Es gibt einen wunderschönen Schuber dazu, neuen Schuber. Aber ich will natürlich erstmal reinlesen und ich möchte unbedingt von ihm jetzt mal was probieren. Ich war letztens auf dem Mera Luna Festival in Hildesheim und da hat er auch was gelesen. Und ich hatte mal so ein bisschen Vorbehalte, weil ich so einige Stories von ihm gehört habe und einige Interviews. Das irgendwie war mir unsympathisch und dann ist das irgendwie so auf die auch diese Unlust umgeschlagen, von ihm irgendwas zu lesen. Aber letztendlich ist er auch einer der erfolgreichsten deutschen Fantastikautoren. Und deswegen dachte ich, irgendwie will ich von ihm auch mal was gelesen haben, um einfach auch da meine Wissenslücke zu füllen. Und warum nicht damit? Wird die dunkle Zeit zurückkehren? Kurz vor seinem Tod prophezeit ein Mönch, dass die dunkle Zeit den Kontinent Uldad erneut mit Leid und Zerstörung überrollen werde. Der verwöhnte Prinz Lothric wird unterdessen in die Provinz gesandt, um die Stelle des Statthalters einzunehmen. Noch ahnt Lothric nicht, dass er das Schicksal seiner Welt entscheiden wird. Denn die dunkle Zeit droht zurückzukehren und er wird der Retter oder Zerstörer Uldads sein. Ja, genau, da haben wir es eben. Ein verwöhnter Prinz, der irgendwie zum Retter oder Zerstörer wird. Letztendlich ist da sonst nichts auf dem Cover, was mich so richtig anspricht. Aber eben diese beiden Sachen. Einmal eben, weil ich von Markus Heitz jetzt gerne mal was ausprobieren möchte, weil Julia mir das empfohlen hat. Und diese Entwicklung des Charakters, das macht mich schon neugierig. Und ja, die Lesung mit Markus Heitz auf dem Mera Luna Festival hat mir auch so ein bisschen die Sympathie irgendwie für ihn zurückgegeben. Er hat wirklich gut vorgelesen, hat toll auf das Publikum reagiert und auch auf die Außenwelt, hatte coole Ideen, war sympathisch und lustig. Ja, da muss man vielleicht mal ein bisschen ja, das irgendwie sein lassen, dass man da voreingenommen ist. Passiert natürlich automatisch, ne, wenn man schon irgendwelche anderen Erfahrungen
mit Autoren gemacht hat. Sonst mache ich das auch gar nicht, dass ich mich so sehr mit Autoren persönlich irgendwie auseinandersetze und mich dann beeinflussen lasse, ob ich die Geschichten mag oder nicht oder auf die Lust habe. Aber er ist eben doch ein bisschen öfter in den Medien, dadurch, dass er eben so ein erfolgreicher deutscher Fantastikautor ist. Jazz Kid, die Ewigkeit in einem Glas. Auch schon sehr lange auf meinem Sub, hatte ich mal in einer Überraschungsbuchbox. Und da war ich wirklich sehr glücklich drüber. Ist ja nicht immer so ein Glücksgriff. Ich kann natürlich nicht jetzt sagen, ob das tatsächlich ein Glücksgriff war, aber es ist ein Buch, was mich wirklich sehr anspricht. Auch hier wieder dieser Genre-Mix. Auch hier haben wir es wieder mit einem historischen Kriminalfall zu tun, mit etwas fantastischem Inhalt. Und zwar geht es hier auch so ein bisschen um Meereswesen, vielleicht um Meerjungfrauen. London 1863. Privatdetektivin Bridie Devine, die in ihrer Kindheit als Leichensammlerin gearbeitet hat, glaubt alles gesehen zu haben. Nun sucht sie nach der entführten Christa Bell. Doch diese ist kein normales Mädchen. Um sie zu finden, werden wahllos Morde begangen. Besessene Ärzte und geschäftstüchtige Schausteller wollen sie in ihren Besitz bringen. Unter ihren Widersachern fürchtet Bridie vor allem einen, dessen Grausamkeit beispiellos ist und den sie nur allzu gut kennt. Ja, also ich glaube auch dieses Kind, was eben hier gesucht wird, das ist eine Meerjungfrau. Irgendwie habe ich das so herausgehört. Akku schon wieder fast leer. Auch bei den nächsten beiden handelt es sich um Folgebände, die nicht direkt gewählt werden können, weil ich dann wieder von vorne anfangen möchte. Und zwar sind es Band 5 und 6, glaube ich, der Reiterreihe von Kristen Brittain. Ich liebe die Cover, ich bin ja ein totales Pferdemädchen. Es ist aber High Fantasy. Ich habe Band 1 bis 4 auf Deutsch gelesen, dann wurde es leider nicht weiter übersetzt. Und dann habe ich mich schweren Herzens dazu entschlossen, ja, mir die Englischen zu holen. Was heißt schweren Herzens? Ich habe einfach die Reihe beenden wollen, weil es eben auch eine High-Fantasy-Reihe ist, die ich zu meinen Lieblingen zählen würde. Und ich fand es einfach so schade, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht. Und dann dachte ich, ja, dann probierst du es halt auf Englisch und habe mir die beiden gekauft. Aber dann dachte ich, nee, ich brauche da eine bessere Grundlage. Ich muss noch mal von vorne anfangen. Und ja, somit, wenn ihr euch hierfür entscheiden würdet, dann würde ich auch mit Band 1 wieder anfangen als Reread und dann mich bis zu Band 4 durch arbeiten und dann erst 5 und 6 ranhängen. Ja, und dann hoffen, dass das relativ gut lesbar ist. Ja, werden wir schauen. Es geht um Kerrigan im ersten Band. Sie geht noch zur Schule, ist relativ wild, hat überhaupt keine Lust, in die Schule zu gehen. Sie möchte lieber arbeiten, unterwegs sein in der Natur. Und sie hat sich mal wieder mit jemandem angelegt in der Schule und ist fortgelaufen und ja, auf ihrer Flucht trifft sie auf einen grünen Reiter, auf einen Boten des Königs, die immer sehr wichtige Nachrichten von A nach B überbringen. Und sie haben auch magische Fähigkeiten. Dieser Bote ist allerdings mit einem Pfeil gespickt und kurz davor zu sterben. Natürlich kann man einem Sterbenden nicht so richtig ein Versprechen abschlagen. Das Versprechen, dass sie die wichtige Botschaft, die er überbringen sollte, zum König bringt, weil er es eben nicht mehr machen kann. Und sie macht sich dann tatsächlich auf den Weg, aber scheinbar ist diese Nachricht wirklich sehr brisant, denn sie wird verfolgt, merkt sie sehr schnell und gleichzeitig scheint eine düstere Macht hinter den Mauern zu erwachen. Diese Mauern wurden extra errichtet, um dieses Böse draußen zu behalten, aber das Wissen, womit diese Mauer gespickt wurde, diese Magie, um das Böse draußen zu halten, das ist immer mehr verloren gegangen im Laufe der Jahre. Und so erwacht das Böse und versucht sich zu befreien. Ja, und Kerrigan gerät eben zu den grünen Boten, wird zu einer grünen Reiterin und bekommt dann natürlich auch ihre ganz eigene magische Fähigkeit. Und ja, neue Freunde lernt sie kennen. Und ganz, ganz viele Begegnungen, ganz viele Abenteuer hat sie. Und das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen.
Hat natürlich einen kleinen Pferdetouch, dadurch, dass sie ja auch Reiterin ist und diese grünen Reiter eben auch besondere Verbindungen zu ihren Pferden haben. Aber letztendlich ist es High Fantasy, die mir unglaublich gut gefallen hat, eine starke Protagonistin inne hat und auch viele weitere Nebenfiguren, an die ich mich wirklich immer noch gut erinnere. Es gibt auch eine Liebesgeschichte, die ich hier sehr gut eingebunden finde und die mich damals nicht gestört hat. Ich weiß nicht, wie es jetzt sein würde. Ja, und ich würde tatsächlich große Freude daran haben, da wieder anzufangen. Es ist halt immer wieder ja, so ein kleiner Angang zu sagen, okay, ich lese jetzt noch mal von vorne so eine lange Reihe. Obwohl das eine Lieblingsreihe ist, sieht man ja auch hier immer wieder, was für ja, interessante Schätze hier noch auf einen warten, die ungelesen sind. Aber das finde ich blöd, immer so als Ausrede zu nehmen, weil gerade Lieblingsbücher sollten immer wieder gelesen werden, gerade wenn man da einfach Freude dran hat. Der nächste Terry Pratchett taucht hier auf, und zwar ist das Schweinsgalopp und Fliegende Fetzen, zwei Scheibenweltromanen in einem Band. Auch der steht jetzt außer Konkurrenz, weil ich glaube, ich würde, wenn dann, mit Gevatter Tod anfangen. Ich glaube, Schweinsgalopp gehört auch in die Reihe um den Gevatter Tod. Und Fliegende Fetzen weiß ich gar nicht. Davon habe ich jetzt noch nicht so viel gehört. Ist aber auch ein weiteres Buch, was Franzi aussortiert hat und mir eben mitgegeben hat. Und dann kann ich ja noch ein bisschen mehr ausprobieren, sollte mir die Gevatter-Tod-Reihe nicht zusagen oder eben sehr zusagen und ich einfach noch was anderes ausprobieren möchte. Zwei Bücher, die zusammengehören, weil es ein Zweiteiler ist. Die Henkerin und die Tränen der Henkerin von Sabine Martin. Ja, das sind Bücher, die auch wirklich sehr, sehr lange schon hier liegen. Und ich schäme mich ein bisschen, weil es sind Bücher, die mir von einem Zuschauer zugeschickt worden sind. Und weil es einfach, ich glaube, deren Lieblingsbücher waren und mir einfach ans Herz gelegt wurde, sind historische Romane. Und ich hatte Lust, tatsächlich auch mal wieder historisch zu lesen. Ich glaube, wenn das jetzt nicht tatsächlich eine Wahl wird, die ihr trefft, dann werden die eh nächstes Jahr fällig, weil ich habe ja immer so eine Challenge, die ich mache, meinen uralten Sub zu durchforsten, also die Bücher mir rauszusuchen, die am längsten schon auf meinem Sub schlummern, die hier wirklich am längsten schon ungelesen bei mir rumliegen. Und die versuche ich dann in einem Jahr zu lesen. Und ich denke mal, nächstes Jahr werden die fällig werden. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Esslingen 1325. Melisande ist noch ein Kind, als ihre Familie in einem Hinterhalt brutal gemeuchelt wird. Dass sie überlebt, verdankt sie allein Raimund, dem Henker. Er nimmt sie zu sich, gibt sie als seinen stummen Neffen aus, lehrt sie sogar sein Handwerk. Dennoch findet Melisandes verletzte Seele keine Ruhe, hat sie ihrer sterbenden Mutter doch eines versprochen, sie zu rächen. Ja, klingt ganz cool und wie gesagt, mal wieder historisch zu lesen. Hätte ich gar nichts gegen, ohne fantastischen Anteil, obwohl in Fantasy ja auch oft historische Anteile irgendwie mit dabei sind. Aber ja, nur historisch zu lesen hat bestimmt auch was. Jetzt haben wir noch mehr erste Bände von Reihen. Das Reich der Vampire. Das ist jetzt mein neuester Neuzugang von J. Christoph. A Tale of Blood and Darkness. Ja, das macht mich gerade wieder ein bisschen stutzig, dass sie den Originaltitel übersetzt haben, aber dafür den Untertitel jetzt auf Englisch gelassen haben, weil der Originaltitel ist viel cooler als der deutsche, weil er sich eben reimt. The Empire of the Vampire, hätte man doch das drauf lassen können, anstatt jetzt einen englischen Untertitel zu nehmen. Ja, ich verstehe es manchmal nicht ganz. Also hätte doch auch das Reich der Vampire gereicht. Oder eben einfach den englischen Titel zu lassen. Naja, J. Christoph hat ja Nevernight geschrieben. Und Nevernight ist wirklich durch die Decke gegangen, glaube ich, hier auf BookTube. Zu Recht. J. Christoph traut sich was. Er traut sich, so ähnlich wie George R. R. Martin, seine Figuren gehen zu lassen, über den Jordan zu schicken. Und
Es ist wirklich sehr blutig, sehr brutal, sehr actionreich, sehr episch, aber es hat auch seinen Witz und diese Art und Weise zu erzählen war schon sehr besonders in Never Night, mit Fußnoten gespickt, mit einem sehr ironischen Erzähler, der in den Vordergrund steht, und mit einer wirklich sehr badass Protagonistin. Und nach Never Night war mir klar, dass ich auch seine neue Reihe sehr, sehr gerne lesen möchte. Ja, hier geht es eben um das Reich der Vampire und wird sicherlich auch wieder sehr, sehr blutig. Solange es brennt, bin ich die Flamme. Ja, nicht ganz. Vor 27 Jahren ging die Sonne unter und seitdem sind die Armeen der Vampire auf dem Vormarsch. Stück für Stück haben sie ihr ewiges Reich ausgedehnt und den Menschen den Boden streitig gemacht, bis nur noch an wenigen Orten ein unbeschwertes Leben möglich ist. Kleine Inseln des Lichts in einem Meer aus ewiger Finsternis. Als der junge Gabriel seine Heimat verlassen muss, führt ihn sein Weg nach Saint-Michan zum Orden der Silberwächter, der das Reich und die Kirche gegen den Ansturm der Bestien verteidigt. Noch ahnt er nicht, dass er zur größten Legende des Ordens wird und zur letzten Hoffnung einer sterbenden Welt. Ja, es klingt natürlich sehr episch, aber noch gar nicht, man weiß gar nicht so konkret, in welche Richtung das geht. Ich bin jetzt nicht so der Fan von ewigen Schlachten. Und ja, Krieg und Action brauche ich gar nicht so sehr. Ich finde es eher schön, wenn man wirklich nah an den Figuren dran ist und ihre Beweggründe einfach kennenlernt. Es gibt ja so einige, die hier schon damit angefangen haben. Ich glaube, Carly, Ruth und Sarah Sophie. Ja, habt da eher Verhaltenes gehört und noch nichts Großartiges begeistert. Das hat mich jetzt aber auch so ein bisschen ferngehalten von Rezensionen. Das mache ich dann doch eigentlich ganz gerne, bevor ich da selber reinlese. Fettes Teil. Und da, ja, gibt es natürlich leider noch keine Folgebände. Ich hoffe aber, dass Jay Christoph da ja relativ zügig ist und dass er mich wieder hiermit wirklich begeistern kann. Und dass das einfach wieder cool wird. Einfach wieder saucool wird und einen überraschen kann mit Twists und einen einfach wieder mitreißt. Ich bin sehr gespannt. Peter V. Brad hat auch wieder eine neue Reihe geschrieben, beziehungsweise ist in seinem Universum geblieben. Mehrere Jahre später treffen wir jetzt quasi auf die nächste Generation. Der Dämonenzyklus hat, glaube ich, 5 Bände im Original. Und im Deutschen wurde der letzte Band halt nochmal getrennt in 2 Bände. Eine meiner Lieblingsreihen in der High Fantasy, die ich jedes Mal immer sehr, sehr gerne weiterempfehle. Mal nichts mit Orks, Elfen, diese Herr der Ringe-Richtung, sondern sein ganz eigenes Universum, wo jeden Abend Dämonen aus dem Boden hervorkriechen und die Menschen plagen. Die Menschen haben eigentlich keinen Schutz gegen diese Bestien, sind ihnen ziemlich ausgeliefert. Sie haben nur bestimmte magische Siegel, mit denen sie sich schützen können, die aber auch nicht immer halten, die immer gut gepflegt sein wollen. Und es geht hauptsächlich um Arlen, der eben ja möchte, dass man sich wehren kann gegen diese Dämonen. Er hat durch die Dämonen seine Mutter verloren und sein Vater hat einfach nur dagestanden und nichts getan und so möchte er nicht werden. Es gibt eben diese Legende, dass es Siegel gibt, mit denen man diese Dämonen bekämpfen kann. Und auch noch andere Protagonisten, die auch eine sehr große, wichtige Rolle im Laufe der Reihe spielen. Und ja, hier geht es eben um die nächste Generation. Ich möchte nicht sagen, wessen Kind hier im Vordergrund steht, weil das schon ein ziemlicher Spoiler wäre. Ja, einerseits freue ich mich, da wieder einzutauchen. Ich habe aber auch so ein bisschen Angst, weil ja, man hat gewisse Ansprüche, man hat gewisse Erwartungen, die sehr hoch sind und da ist natürlich die Fallhöhe auch sehr groß, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden. Ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn Peter B. Brad sich in etwas Neues geschmissen hätte, in eine neue Welt. Kann es aber auch verstehen, dass er nicht ganz loslassen kann und da so großartig erzählen kann.
ja, vertraue ich ihm jetzt einfach mal ein bisschen, dass das schon eine Bewandtnis hat, dass er immer noch in dieser Welt bleibt. Mal schauen. The Cavern von Alastair Hodge. Das Grauen aus der Tiefe aus dem Lucifer Verlag ist ebenfalls ein Buch, was ich euch bei den maritimen Büchern empfohlen habe, beziehungsweise vorgestellt habe. Ich habe es ja noch nicht gelesen. Es geht hier um Höhlentaucherei. Es geht hier um ein Forscherteam, was eine bestimmte Höhle erforschen möchte. Sie müssen darunter tauchen. Und ja, wir haben es hier mit einem Sanitäter zu tun, der bei diesem Forscherteam dabei ist, der aber unter Klaustrophobie leidet und hofft, dass er sein Sanitäterzelt nicht verlassen muss. Aber dann kommt es doch dazu, es gibt einen Notfall und er muss in die Tiefe hinab. Ja, und das ist natürlich für ihn ein Albtraum. Ein Albtraum wartet aber auch unten in der Tiefe auf ihn, denn da gibt es irgendeine, ja, düstere Gestalt, düstere Macht, die dort sein Unwesen treibt. Könnte trashiger Horror sein, könnte aber auch ein richtig atmosphärischer Grusel Roman sein. Mal schauen, was es denn ist oder ob es eine tolle Mischung ist. Ich habe es ja euch auch schon erklärt, dass ich unter Wasser dieses Setting einfach grandios finde. So, dann habe ich hier eine Trilogie, eine Drachentrilogie, die ich tatsächlich schon komplett habe. Die Drachenkämpferin von Licia Troisi. Das ist eine Reihe, die wirklich schon Ewigkeiten auf meiner Wunschliste stand. Ich habe ja wirklich so einige Drachenreihen schon gelesen, Drachenbücher. Und das war so eine, die immer wieder auftaucht, wenn man bei nach Drachengeschichten, Drachen-High-Fantasy sucht. Licia Troisi ist eine italienische Schriftstellerin und damit so richtig bekannt geworden. Und danach hat sie noch weitere Reihen in dieser Welt geschrieben. Aber damit geht es quasi los. Und es geht um die Halbelfe Nihal und die wird eben zur Drachenreiterin, zur Drachenkämpferin. Es soll ein bisschen anders sein als Eragon, also man ja, soll das nicht zu sehr miteinander vergleichen, aber es wird halt doch oft auch für Eragon Leser empfohlen. Ja, mehr muss ich eigentlich gar nicht wissen. Es geht um Drachen, es geht um High Fantasy. Da freue ich mich einfach riesig drauf, würde ich natürlich auch dann erstmal den ersten Band probieren. Dies gibt es halt nur noch gebraucht und deswegen habe ich sie wahrscheinlich alle zusammen geschenkt bekommen. Finde aber den Zustand auch noch richtig cool und freue mich auch, dass ich da die gebundene Version geschenkt bekommen habe. Ein Klassiker, den ich schon angelesen habe, den ich aber nicht weitergeführt habe, beziehungsweise ich habe es, glaube ich, als Hörbuch begonnen und beim Hörbuch hören bin ich total unstet. Das habe ich euch schon mal erzählt. Manchmal höre ich total viel im Alltag, aber dann ganz, ganz oft auch überhaupt nicht und höre dann lieber Musik, wenn ich unterwegs bin. Und wenn ich zu Hause bin, dann ja, lese ich einfach lieber. Und es ist halt einfach ganz oft, dass ich dann abgelenkt werde beim Hörbuch hören und dann bringt es mir irgendwie keinen Spaß, weil ich dann dauernd zurückspulen muss. Das Dschungelbuch von Rudyard Kipling, das Dschungelbuch 1 und 2, das ist nämlich nicht gekürzt, sondern in dieser ja, Zusammenfassung hier neu rausgekommen im DTV Verlag. Ja, neu ist auch irgendwie relativ. Auf jeden Fall mochte ich die Ausgabe sehr und ich wollte immer schon wissen, woher das Original kommt. Ich liebe den Disney-Film, einer meiner liebsten Disney-Filme. Und ich habe schon den ersten Geschichten mitbekommen. Es ist quasi ein Sammelband von Kurzgeschichten über diese Tiere in dem Dschungel. Da habe ich schon mitgekriegt, dass es ganz anders ist als, als der Disney-Film, aber durchaus nicht schlecht. Nur manche Figuren, die man einfach so fest in seinem Kopf hat, den lustigen, gemütlichen Balu, der dann auf einmal ganz anders ist, das ist schon schwierig übereinander zu kriegen. Trotzdem möchte ich das Buch jetzt nicht aufgeben. Es hatte auch gar nichts mit dem Buch selbst zu tun, sondern vielleicht einfach, dass ich es als Hörbuch gehört habe. Vielleicht wäre es besser, wenn ich es lesen würde. Also hier ist da ist das Lesezeichen drin. Also so weit bin ich gekommen. Sind auch ein paar Lieder dabei und ein paar Gedichte. Ja, ich habe es aber noch nicht aufgegeben und es wäre vielleicht ja noch im Spätsommer doch eigentlich eine ganz gute Lektüre.
Ein Buch, das ich euch in letzter Zeit immer wieder in die Kamera halte, ist Whispering Fields, Blutige Ernte von Thomas Finn, einer meiner liebsten Horrorautoren, wenn nicht sogar der liebste Horrorautor. Und das ist eben sein neuestes Werk in der Horrorsparte. Ja, beruht auf einer Legende, die in Richtung Krabat geht. Krabat von Ottfried Preußler ist ebenfalls ein Buch, was ich sehr, sehr gerne lese und gelesen habe und gerne nochmal erfahren möchte. Habe ich euch auch schon erzählt, ich möchte das gerne vorher nochmal als Hörbuch hören. Und ja, im Moment höre ich einfach nicht so viel Hörbuch. Deswegen habe ich dazu noch nicht gegriffen. Da hatte eine Freundin gefragt, ob wir das vielleicht zusammen lesen wollen, weil sie da auch total Bock drauf hat. Ja, mal gucken, ob, wann wir dazu greifen werden. Könnte auch so in Richtung Herbst gehen. Aber vielleicht ist sie da auch spontan, wenn ich sage, ja, nächsten Monat soll es losgehen. Aber dafür muss ich halt eben erstmal Krabat vorher nochmal aufgefrischt haben, weil ich einfach die Anspielungen gerne verstehen möchte. Ja. Hier geht es eben um eine alte Mühle, um verschwundene Kinder und um Kornkreise. Und ja, einmal gibt es im Fokus ein Teenager, der eben sich auch nach der Suche auf die Suche macht nach seinem vermissten Zwillingsbruder. Und dann haben wir auch noch die Polizei, die hier einen eigenen Erzählstrang bekommt. Ja, wir werden sehen. Ich freue mich da auf jeden Fall wirklich sehr drauf. Eine weitere komplette Trilogie, die ich hier zusammen habe, ist diese hier. Das unendliche Licht ist der erste Band. Und auch hier haben wir es mit Thomas Finn zu tun. Diesmal allerdings in der Jugendfantasy-Sparte. Es ist auch schon ein bisschen älter. Und ich habe hier mir die alten Ausgaben tatsächlich mal zusammen gekauft. Ich glaube über eBay, weil ich die einfach gerne haben wollte. In dieser Ausgabe, in dieser Metallic-Version. Und ich hatte dazu die Vorgeschichte gelesen, die allerdings später eigentlich als die Trilogie rausgekommen ist. Und das war so schön nordisch. Das war irgendwie, ja, für ein Nordlicht wie mich irgendwie total super. Auch sehr schön maritim. Ob das hier auch wieder so eine große Rolle spielt, weiß ich nicht. Aber das hat mir schon sehr viel Lust gemacht, weiterzulesen. Auf der Jagd nach Irrlichtern zerstören Geisterpiraten das Dorf des jungen Irrlichtfängers Kai. Nachdem er alles verloren hat, folgt Kai dem Elfenjungen Fi nach Hammerburg, der sagenhaften Stadt der Windfänger und Magier an der Elbe. Kai kann sich nicht erklären, warum seit dem Überfall der Piraten ein seltsames Brennen seinen Körper verzehrt. Und er kann sich auch keinen Reim darauf machen, warum der berühmte Däumlingszauberer Thaddäus Eulertin ausgerechnet ihn als Schüler aufnimmt. Ja, und so weiter und so fort. Ha, klingt wieder richtig schön magisch nach coolen Ideen. Und wie gesagt, die Hammerburg, die ja so ein bisschen angelehnt an Hamburg ist und ja, scheint ja doch wieder so ein bisschen maritim vorzugehen. Ja, und auch da habe ich eben, weil ich diese tolle Ausgabe zusammen haben wollte, schon alle Bände mir zusammengekauft, weil es eben auch Thomas Finn ist und ich einfach glaube, dass mir das gut gefallen wird. Ein Einzelband in der Fantasy tatsächlich mal, das Haus der tausend Welten von T.S. Orgel. Hinter diesen Pforten warten Ruhm und Reichtümer oder der Tod. In der Stadt Atail, hoch oben in den Bergen des Kaiserreichs, steht ein sagenumwobenes Haus. Der Legende nach soll es unendlich viele Räume beherbergen, angefüllt mit unvorstellbaren Schätzen und unglaublichen Artefakten. Noch nie ist es jemandem gelungen, die tödlichen Gefahren, die dort lauern, zu überwinden. Aber Stern und ihren Gefährten bleibt keine andere Wahl. Ja, klingt super cool. Ich mag ja Häuser als Settings, die verwinkelt sind und dennoch noch magische Artefakte dabei. Wie cool ist das denn? Aber ich habe schon einiges Negatives gehört, beziehungsweise dass es sich nicht so gut lesen lässt, dass es zu viele Protagonisten sind. Und ja, das hat mich irgendwie so ein bisschen davon abgehalten, weil ich mag es tatsächlich lieber, wenn ich bei einem Protagonisten bleibe.
jedenfalls längere Zeit lang. Wenn es ab und zu wechselt, ist ja okay. Aber das Setting, das klingt so cool und es ist halt auch mal ein Einzelband. Auch das liegt hier schon viel zu lange. Das nächste Buch ist Die 10.000 Türen von Alex E. Harrow, ist aus dem Fester Verlag und das Buch klingt auch toll. Wir haben es hier wieder mit einem Haus zu tun, mit magischen Artefakten. Und zwar mit einem Herrenhaus, in dem January lebt. Und sie ist zwischen diesen ganzen Artefakten selbst eine Kuriosität, denn sie kann ja mit Hilfe von Magie in 10.000 Welten überschwenken bzw. Türen öffnen in andere Welten durch ein seltsames Buch, das den Duft anderer Welten verströmt und auch von Geheimtüren, Liebe, Abenteuer und Gefahr erzählt. Ja, und durch ihre Gabe scheint sie auch andere auf den Plan zu rufen, die sie eben sehr gerne ausnutzen möchten, ihre Macht. Ja, das klingt wunderbar magisch und ja, genau nach meinem Geschmack. Als vorletztes haben wir wieder so ähnlich wie bei Insel der besonderen Kinder so ein Zusatzband, eine Reise durch die Spiegelwelt von Cornelia Funke, Palast aus Glas. Habe ich auch noch nicht gelesen, wollte ich auch erst lesen, wenn ich die komplette Reihe, ja, Tintenwelt wollte ich schon sagen, denn es ist ja Reckless. Reckless 1 bis 4 ist ja schon erschienen. Ich habe 1 bis 3 gelesen. Ich wollte jetzt erstmal warten, bis der fünfte und letzte Teil draußen ist und dann auch wieder von vorne anfangen. Ich mag das immer nicht, ja, ein Band zu lesen, wo ich irgendwie schon so vieles vergessen habe von den Reihen davor, von den Büchern davor. Manchmal kommt es ja während des Lesens wieder, aber mir ist es einfach zu wichtig, ja, bestimmte Dinge zu verstehen. Das würde mich, glaube ich, nerven. So ähnlich ist es mit diesen Geschichten. Wenn ich sie jetzt einfach lesen würde, wäre tatsächlich wahrscheinlich trotzdem schön, weil Cornelia Funke einfach eine wunderbare, bildhafte Sprache hat und man die Geschichten sicherlich auch so verstehen kann. Aber diese ganzen Anspielungen, die würde ich halt nicht mehr verstehen. Und deswegen, ja, wäre auch hier die Devise, erstmal Band 1 wieder zu rereaden, aber erst, wenn der fünfte Teil draußen ist. Und das letzte Buch auf meinem Sub ist Flammenwüste von Akram El-Bahai. Wieder Drachenfantasy, diesmal ein bisschen orientalischer. Und ja, das Wüstensetting passt natürlich jetzt auch ganz gut jetzt noch in diesen heißen Sommer. Der Wind flüstert es, die Wüste wispert ihren Namen. Die Menschen zittern und die Flammen singen ihr Lied. Die Drachen sind zurück. Ein spannendes Fantasy-Epos in der Tradition der großen Meister steht hier hinten drauf. Ja, es geht um Gerüchte, dass eben ein Drache Karawanen und Dörfer niederbrennen soll. Und ja, dabei glaubt kaum noch jemand an die Existenz dieser Wesen. Und es gibt diesen Märchenerzähler Anur, der einfach diese Gerüchte nutzt, um sie in seine Geschichten einzubetten. Aber auch er hält es eigentlich ja, für Gerüchte, bis er auf Drachenjagd geschickt wird und in der tiefen Wüste auf ein uraltes Wesen trifft, so schwarz wie die Nacht selbst. Ja, ich hoffe, dass hier Drachen nicht wieder nur als Bösewichte dargestellt werden oder als böse, sondern ein bisschen was darüber. Weder noch finde ich eigentlich immer am besten. Ist eine Reihe von 4 Bänden, aber ich versuche es erstmal mit dem ersten Band. Würde natürlich sehr gut noch in den Spätsommer passen. Ja, und jetzt ist es an euch. Ihr dürft jetzt entscheiden, ja, welches Buch ich lesen soll. Schreibt mir dann eure Wahl gerne in die Kommentare. Ich werde das dann einfach eine Strichliste führen und zusammenzählen, was hatte ich jetzt gesagt? 5. Also ich will auf jeden Fall 2 lesen im September von eurer Auswahl, aber ich möchte ein bisschen trotzdem ein bisschen frei sein, trotzdem irgendwie eine Auswahl haben. Deswegen werde ich zwischen den 5 meistgewählten Bücher 2 aussuchen. Und dann hat man immer noch so ein bisschen das Gefühl, selbst entscheiden zu können oder halt auch zu sagen können, boah, nee, das ist zwar das meistgewählte Buch, aber ich habe da im Moment überhaupt keinen Bock drauf. Und trotzdem eure Wahl lesen zu können. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz gute
Mischung. Ja, jetzt tut mir mein Rücken auch echt ziemlich weh. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen und irgendwo liegt noch ein Neuzugang rum, den ich jetzt irgendwie noch gar nicht genannt habe und der hier noch nicht auf dem Sub lag. Aber ihr könnt auch gerne nochmal in die Übersicht schauen. Ich verlinke euch, wie gesagt, in der Infobox nochmal die Lovely Books Liste, wo ich alle meine Subbücher auch noch aufgezählt habe und dann könnt ihr da nochmal nachgucken. Und ja, müsst nicht nochmal das ganze Video schauen. Ja, und dann bin ich schon sehr gespannt auf eure Auswahl. Ich würde sagen, ich lasse euch schon mindestens eine Woche Zeit zu wählen. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen laufen und ich habe eh jetzt gerade noch ein Buch, was ein paar mehr Seiten hat. Also bis ich würde sagen, ich lasse euch einfach so lange Zeit, bis ich das nächste Buch ja ausgelesen habe und zähle dann durch. Mal gucken, ob ich dann nochmal so ein Update mache, welche Bücher es tatsächlich geworden sind. Oder ihr werdet das dann im Nachhinein im Lesemonat erfahren. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das mache ich einfach nach Lust und Laune. Ja, ich hoffe, ihr habt Bock da drauf. Ich hoffe, für euch war etwas dabei. Und ihr schreibt mir in die Kommentare, was ihr schon gelesen habt davon, was euch anspricht und natürlich, ja, was ihr als nächstes lesen soll. So, und das ist jetzt schon lang genug geworden, das Video. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.